Willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 3 mit der Schnorrer und der Fuba. Ich werde diese Calypso-Bastarde niemals annehmen. Moin. Moin. Achso, das ist ein Fahrstuhl. Ich frage mich jetzt aber, wie er da wieder rausgekommen ist. Das... Ich kann wurde er da nicht verfolgt? Glauben, dass die Calypso aus meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen, aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee, einen Jacobs Widerstand. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern, und wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert, er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Ich schaue mir mögliche Verstecke an, zur Sicherheit. Danke, Kammerjäger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alistair wünscht, dass die privaten Fehltritte seiner Schwester bekannt werden. Er hat schon mit ihren öffentlichen genug zu tun. Ich finde einen guten Platz hierfür. Einen Brennofen oder irgendein großes Ding, das Brennöfen verbrennt. Die Beschwörung, ich hab sie. Nein, nicht hier. Hä? Mal eine Nebenquest hier annehmen? Wieso ich liebe diese Momente, in denen ich mit meinen das unzähligen, unfassbar brillanten Gedanken alleine weil bin. Weil der andere hier im Weg steht, glaube ich. Ich schnitze mir einen kleinen Jabber. Ich habe eine Aufgabe und du noch nichts vor, wie mir scheint. Als mich die Kinder der Kammer eingesperrt hatten, habe ich mich einer Bande angeschlossen. Schutz und Kameradschaft, du weißt schon. Gute Leute, Freiheitskämpfer und Verbrecher, meist beides. Könntest du wohl nach ihnen sehen? Du findest sie im Gefängnis. Nö. Ich werde versuchen, den Kammerjäger zu kontrollieren. Vorerst, tu, was ich verlange. Ja? Gib dich zum Amboss, das ist aber fast in der Nähe da, ne? Holzfäller im Angebot. Ihr habt Holz? Ich bin die Lösung. Müssen wir... Immer locker bleiben, entspannen. Kann man da hinreisen? Nee, nee. Am besten wir fahren mit dem Fahrstuhl runter und holen uns eine Karre, oder? Wäre wahrscheinlich das Vernünftigste. Ja. Guten Tag. Wechsel mal wieder auf Sniper hier. Mit Reifen siehst du. Weil du hast immer noch die dann so lädt, ja. Ja. Ja, die finde ich eigentlich nicht ganz so geil, weil durch das Laden halt ein bisschen krummelt. Muss er jetzt gucken oder so? Nee, nee. Ein Schmuggler. Ich vertraue er denkt ihm sich, weiß es jetzt auswendig? Aber er hat für Vater gearbeitet. Ich dachte, er guck, du fährst bei mir durch die Map. In den Dreck zurückzutreiben, aus dem sie gekrochen sind. Ich hab Sprungschanze benutzt. Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Wir nähern uns jedenfalls der großen Kammer. Wer sie öffnet, wird zum mächtigsten Wesen im Universum. Hast du jetzt hier weg? Das verstehst du doch, oder, Superfan? Dass man was der machst du? Der Stern am Himmel sein will, zu hören, wie das ganze Universum deinen Namen ruft. Tja, das wird nicht passieren. Die große Kammer gehört mir. Du könntest diese Art von Macht nicht kontrollieren, aber ich wurde dafür geboren. Ich glaube, wir sind auch gerade an der Hauptquest so ein bisschen vorbei. Also, deshalb hat die doch so gelabert. Der Amboss. Jetzt gibt's auf die Fresse. Mit meiner Bande habe ich dunkle Zeiten überstanden. Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als man mich zum Verhör weggeschleppt hat. Ich hoffe inständig, dass sie fliehen konnten. Das hier, wo wir ihn noch befreit hatten, ne? Mhm. Von der Marlocks Bande. Aha. Ich dachte, das ist ein Brick oder so. Vermisst ihn schon, ne? Bisschen, ja. Ah, das ist doch Jensens. Oh je. Ein weiterer ist verstummt. Und bumm, macht das Dynamit. So, hier liegt es doch schon eins.
Ich hab unten Echo genommen. Jason, mein Sträflingskumpel, ich mache ein kleines Experiment mit dir. Auf einer Skala von 8 bis ich will sterben. Wo liegt das hier? Oh Mann, hat das gespritzt. Vorsicht! Ha, dieses Iridium-Zeug ist der Hammer! Oh, auf zum nächsten Ketzer. Troy Calypso machte Experimente mit den Häftlingen. Und mein armer Freund war sein Opfer. Jensen hatte die Stimme eines Engels und sein selbstgebauter war genial. Kammerjäger, du musst die anderen finden. Hier ist auch wieder so ein Kacksymbol. Endlich, dass wir nachher alle Symbole lesen müssen, damit wir dann am Ende wirklich diese Kammer aufmachen können. Das wär's ja. Und dann musst du aus deinem Gedächtnis noch wissen, wo die waren. Naja gut, ist ja zum Glück alles markiert auf der Map. Meinst du? Du wirst dich an meinen Namen erinnern! Na, wo bleiben sie? Wer denn? Die Gegner. Die warten noch. Pass auf, Kammerjäger! Oh. Lass das Blut fließen! Die X3, die sind resistant. Was denn? Lol, schon wieder was Legendäres da rausgekommen. Nee, aber wieder eine Pistole. Krieg immer Pistolen. Oh ja, ich auch. Wieder mit Feuer, oder? Ich will nicht explodieren! Oh, halt die Klappe! Du explodierst schon nicht. Wahrscheinlich. Noch eine legendäre. Ich krieg langsam Übung. Und wenn du nicht willst, dass bei dir jetzt der Experimente an dir durchführt, dann hättest du eben Teil der Familie werden sollen. Ehrlich, selber schuld. Hä? Hey. Verkovio hat's auch erwischt. Er hat mir beigebracht, wie man beim Würfeln schummelt. Ich würde Troy Calypso so gern an Korilax, den Unbesiegbaren, verfüttern. Und Korilax schuldet mir was. Du hattest hier eine legendäre? Ja, da noch eine, ja. Den Skin bekommen. Naja, ich hatte jetzt keine. Das ist auch gut. Klares Plastikeis. Fürs Echo. Egge. So, ich habe jetzt mal die andere Pistole genommen. Mal gucken. Die andere ist natürlich mal ganz gut gegen Massen. Die wird jetzt nur Single-Target gut sein. Vor allen Dingen macht sie Feuerschaden und 0% aber Chance. Verteidige dich! Hast du gerade den Tod? Nein. Das war ein Buh. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Ja, das war doch der Ball. Dagegen ist er resistent. Muschel! Alter, bedauert. Da ist er wieder der Ball. Oh, mein Tier belebt mich wieder. Nice. Und wo schießt er noch mehr? Du hast meinen Dank. Und noch einer beißt ins Gras. Legendäre Waffe. Oh, keine legendäre Waffe. Ein Treff damit so kacke, ey. Super geladene, glühende Mega-Badasses. Hinter uns. Gesalbte? Bingo! Gottkönig Joyce Gesalbte! Hauptsache, du kriegst jetzt hier 1000 legendäre Waffen, oder? Schurke, Bankräuber. Frechheit, ey. Und diesmal war es sogar ein MG. Ich befürchte Schlimmes. Ja, sowas will ich auch haben. Schönes MG. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Du musst ein hübsches Geschenk für Tool abgeben. Level up! Also die haut schon. Ernsthaft? Ja! So. Ja, erstmal die Gegner hier wegmachen, ne? Was denn für Gegner? Habt ihr keinen mehr gesehen? Hier war doch noch ein Gegner. Der ist schon wieder Level up, ey. Das ist ja eine Frechheit. Mir liegt hier immer nur noch blaue Scheiße. Und grün.
Sag doch nicht Scheiße. Doch. So, dann wollen wir mal die ausrüsten, wa? Ah, da kann ich nicht rüberlaufen, oder? Das MG? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hat aber auch nur 12 Schuss im Magazin. Ich weiß noch nicht, ob das so meins ist. Das wird jetzt bestimmt ein Mördergegner werden hier. Auf der Toilette. Ich bin jetzt hier erstmal noch hochgeklettert. Hier oben ist aber irgendwie nichts. Ich dachte, hier gibt's irgendwas. Toll. Ne, ich denke mal, wir kämpfen und fahren jetzt auch gleich gegen den Boy hier, ne? Was denn für ein Boy? Ne, hier Troy. Warum das denn? Finde zumindest seine ja, in der Hauptquest. Achso. Ne, wir wissen ja jetzt nicht, da, wir sind ja jetzt in der Nebenquest, aber wir wissen ja jetzt nicht, ob wir hier schon aus Versehen die ganze Zeit Hauptquest mitträgern, ne? Nee. Weil sie hat ja vorhin auch gelabert. Und das war nicht im Quiz. Ja, das war aber auf der anderen Karte. Das ist richtig. Ein praktischer Trick. Oh, der hat wieder Gegner getriggert. Okay, haut erstmal gut rein. Ja, durch die Special-Effekte teilweise immer. Und was ist hier über uns? Ja, die Pistol macht auch, also Single Target macht die echt da einen Treffer in den Kopf und kaputt. Ich weiß ja jetzt nicht, was für ein Level die hier sind, aber auf Entfernung ist sie halt echt scheiße. Ruh dich jetzt aus. Zieh weg, da kommt noch was. Ah ne, das ist ein Vieh. Das ist aber auch nicht auf der Kette, ne. Nee, weil das so hinterher rollt kam da. Doch oben. Bin extra runtergejumpt. Das ist ja eine Frechheit hier. Hab jetzt eine Jacobson-Pistole für mich ausgerüstet. Schleimer. Hilfe! Dean! Oh. Er lebt! Du musst ihn befreien, Kammerjäger! Na klar. Wer bist du? Entspann dich, Freund. Du bist Dean, ja? Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte... Jetzt stellt er sich extra davor, ey. Das... Lustige Ausdrucksweise. Er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut. Oh nein, er ist zurück. Er ist zurück. Töte ihn! Wen denn? Ich hab ein Level ab. Ist er down? Kannst du mich bitte wiederbeleben? Achso. Ich hab den nicht mal. Ich war noch nicht mal ready. Ich hab grad was getrunken. Danke. Oh, diesmal keine legendäre, das ist eine Frechheit. Nee, ich hab nur grünes, nur grün. So. Ich mach mal auf den Knast da. Mach mal. Danke. Die anderen Bitte. Sind alle tot. Ich hatte einfach Glück. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Ich dachte, ich wäre. Ich. Du weißt schon. Die Waffe hier ist für dich. Wenn du jemals diesen Troy siehst, schieß ihm das Gehirn raus, ja? Ja. Natürlich, natürlich. Zum Glück hat wenigstens Dean überlebt. Jetzt können wir unsere Häkel- und Waffenbastelstunden fortsetzen. Seltsamerweise sehr ähnliche Fähigkeiten. Yeah. Haben wir die Nebenquest jetzt durch, oder was? Jo.
Jetzt müssen wir zu Clay. Aber das heißt, er könnte mal in der nächsten Folge wahrscheinlich schnell reisen, ne? Ja. Gut, dann Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bereit loszulegen?